Da hat man richtig Bock drauf. Das macht richtig Spaß. Wir starten halt wirklich um 5 Uhr morgens, das Rennen, krass. Du hast Spaß? Du hast einen Kokosnuss-Cocktail? Digga, ist halt, keine Ahnung, 12.30 Uhr oder so. 12.15 Uhr eher. Anders das Saft nicht vergessen, jetzt den Pina Colada. Hm. Die Kurve so mies genommen? Okay. Scheinbar. Okay. Ich wollte mich eh gerade zurückfallen lassen. Das Feld von hinten aufräumen, passt schon. Rennen ist auch fies, wenn man die ganze Zeit an Nagelband und Co. gewöhnt ist und jetzt ohne auskommen muss. Das finde ich halt okay. Es ist halt einfach ein reines Rennen, was in dem Rennspiel halt voll okay ist. Das Nervige ist halt einfach, wenn, also dass die Strecke so lang ist. Also 70 Kilometer, beziehungsweise ist halt so ein, ja, 14, 15 Minuten Rennen. Das ist einfach so ein bisschen übertrieben. Einmal kurz auf die Minimap, schon hat man irgendwie ein Minivan vor der Schnauze. Okay, diese Probe sollten wir deutlich langsamer anfahren. Habe ich gemerkt. Geschwindigkeiten waren auch schon mal besser. Fahr mal nicht an mir vorbei. Ich finde das nicht in Ordnung. Aber krass, wie sich halt einer letzte Runde total abgesetzt hatte und jetzt das Feld schon noch eher irgendwie dicht zusammen ist.
Natürlich nehmen wir da noch die Bande mit. Warum auch nicht? Okay, zumindest haben wir erstmal wieder die Führung. Jetzt müssen wir sie nur noch 46 Kilometer verteidigen. Und ich werden einfach keine Freunde mehr. Ich finde es aber nett, dass aus Solidarität alle anderen da auch gegen die Wand gecrashed sind. Das war schon okay. Gut. Passiert. Das Gute ist, wir haben noch 40 Kilometer. Und tatsächlich gar nicht so viel Rückstand. Wow. So, manchmal habe ich einfach so Momente, wo mein Gehirn es einfach nicht hinkriegt, so darauf zu reagieren, was ich sehe. So, oh, da ist Gegenverkehr. Oh, ich fahre voll rein. Schade. Hätte lenken können. Nun ja. Ich wollte es nur spannend machen. Sekunden Rückstand, meine Güte. Ne, die Einfahrt zur Abkürzung, da ist mir irgendwie zu risky. Oh, hi. Geht das nur mir so oder ist der Song im Hintergrund hart anstrengend? Jetzt sind wenigstens die Vocals weg, das macht es ein bisschen angenehmer. Bin ja einfach kein großer Fan von Songs, die halt so eine Textzeile haben, die dann den Song über so 73 Mal wiederholt wird. Ist einfach so, nein, halt's Maul. Wo kommen diese Drehungen eigentlich her? Die haben wir das ganze Spiel gefühlt über nicht gehabt. Und hier ist jetzt so, ja komm. You spin me right round, baby, right round. Okay, wow, okay. Den zweiten hat es ordentlich zerlegt.
Gott, LKW in der Kurve. Das lief besser als erwartet. Warum steht da Zweiter dran? What? Okay, ja, auch egal. Hauptsache, wir sind erstmal wieder vorne. Die Minimap gucken ist schon wichtig. Gerade einfach nur total verstrahlt auf die Straße geachtet. Und dann so, Gott, hier kommen Kurven. Das war so nicht abgemacht. Wir sind gleich im Ziel, aber es sind immer noch 8 Kilometer. Warum denn? Und diesen Teil der Strecke mag ich gar nicht. Zumindest nicht mit diesem Auto. LKW, ne? Okay. Oh Gott, wenn wir das jetzt noch mal hätten fahren müssen. Oh, ich hätte eine Sekunde länger brauchen sollen. Gibt es da eigentlich wieder diese Gummiband-KI? Oh ja. Oh ja. Oh boy. Oh wow, wenn wir noch ein Level aufsteigen, werden wir zum Wiederholungstäter. Alter, diese Rankings sind einfach so lachhaft. Wir haben die Race-Events durch. Roll Credits. Ja, nee, noch nicht. Wir sind noch nicht ganz fertig. Schön, dass wir auch die Race-Events durch haben und nicht mal maximaler Rang sind. Also es ist halt so, warum sollte ich die jetzt noch, also ja gut, kannst du natürlich noch machen, um irgendwie Zeiten zu verbessern, aber da sehe ich mich halt irgendwie gar nicht. So, End of the Line passt mit dem Namen ja auch richtig gut und nachdem wir
jetzt, keine Ahnung, gefühlte 4 Stunden lang nur Racer-Events gemacht haben, kommt jetzt tatsächlich das letzte SCPD-Event. Hot Pursuit. Nochmal. Ich nehme den McLaren, ich nehme jetzt nicht den Bugatti. Gar keinen Bock drauf, den sind wir genug gefahren. Und 7 Verhaftungen, as usual. 2 Helis, sonst von allem 4. Klingt okay. Gucken wir mal. Wird vermutlich ein paar Anläufe brauchen, aber gucken wir mal. Ach, boah, Alter, die Farben. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf der Cascade Terrace. So, jetzt erstmal wieder drauf einstellen, nach quasi 140 Kilometern möglichst wenig irgendwo gegenfahren. Dass wir jetzt voller Absicht sowas hier machen. Okay. Luftverfolgung, Sie haben Einsatzfreigabe, over. Vielleicht die Abkürzung nehmen sollen. Ich glaube, wir haben jetzt ganz schön Rückstand. Naja, wird schon. Oh, schäbig. Habe einen Strafzettel ausgehändigt. Bester Strafzettel. Aufpassen, ein... Oh, das zweite habe ich einfach zu spät gesehen. Alle Einheiten, Straßensperre in Position vor euch. Ja? Ist das so? Straßensperre steht zur Verhaftung. Wow. Der Hubschrauber ist weggeflogen. Warum liegt das Nagelband dann noch da? Ich hasse mein Leben, ey. EMP aktiviert. Ziel wird erfasst. Dieses Spiel ist so weird, ne? Wir Straßensperren Alert 1 sind vor Ort und erwarten Anweisungen. Und vor allem hat der erste Ultra den Vorsprung. Verdächtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Alle Officer werden um Vorsicht gebeten. Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Position. Cool. Richtig gut gelaufen. Alle Einheiten. Freigabe für 1076 erteilt. Ich wiederhole. Freigabe für Nagelbänder. Over. Fuck my life. Ich glaube, das können wir eigentlich neu starten, oder? Oder nee, den ersten hat es tatsächlich ein bisschen aufgehalten. Nagelband hat Ziel nicht verlangsamt. Verdächtiger Mann. Wir werden jetzt wieder in dieses Nagelband gefahren werden. Luftverfolgungseinheit ist bereit. Die Straßensperreinheit, wir sind vor Ort. Nun. Roger, 1073 freigegeben. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Straßensperren mit 1050, alle vorrücken. Und den haben wir dabei nicht rausgenommen? Seriously. Warte Kontakt, mein Wagen ist beschädigt. Das ist tatsächlich unser Hauptproblem. Ziel ist in den Tunnel gefahren. Straßensperre wurde passiert. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Au, mach das mal nicht. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist bestätigt. Straßensperreneinheit entsendet. Bitte Zielposition angeben. Leg dich nicht mit dem SCPD an. Okay, bleiben noch 3. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Behaltet die Straße im Auge. Diese Racer setzen Nägel ein.
Nagelband ein. Ja, schade. Eigentlich habe ich in dem Moment auch Nägel abgelegt und dachte, wir kommen dann darum rum. Aber die Antwort ist nein. Du hast gerade dein Bett wieder repariert? Ich frage einfach nie, warum es kaputt war. Ich frage einfach nicht. Du beantwortest es mir trotzdem, du warst zu fett, wow. Das ist einfach so ein klassischer Fall von It's funny because he's fat. Entschuldigung. Aber wenn du selber so schreibst. Aber hey, du hast ja auch gesagt, du hast gestern geschrieben, du hast 8 Kilo abgenommen. 7 Kilo, 8 Kilo. Von daher, GG. Ich hab ihn. Werde ihn jetzt festnehmen. Ist das so? Gut, wir nehmen also nicht die Abkürzung. Habe ich verstanden. Bestätige, Straßensperre ist in Position. Richtig, hat die Straßensperre gerammt. Zur Festnahme vorrücken. Hm, da hätten wir locker nochmal reinfahren können. Die Straßensperre wurde passiert. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Achtung, Verdächtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Ich glaube, das war nicht das Letzte, was wir von dem gesehen haben. Ich hoffe, dass es das Letzte war, was wir von dem gesehen haben. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen. Kommunikation wird umgelangt. Cool. Hätte ich... Einfach den Gegner getroffen, wären wir halt easy peasy an dem Nagelband vorbeigekommen, aber okay. So be it. Verstanden. Straßensperreneinheiten direkt vor euch in Stellung. Verdächtiger hat die Straßensperre gerammt. Zur Festnahme vorrücken. Wiederholung klar machen zur Festnahme. So, 2 von 7. Verdächtiger hat. 3 von 7. An alle Einheiten, Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich wiederhole, Nagelbänder sind genehmigt. Over. Okay. EMP hat das Ziel verfehlt. Achtung, alle Einheiten Verfolgung fortsetzen. Over. Systemüberlastung entdeckt. Seid ihr okay? Cool, ich dachte, eben kann ich davonfahren, aber die Antwort ist nein. Alter, hat der EMP viel Schaden gemacht. Alle Einheiten, nicht gut. Freigabe für EMP-Einsatz. Wiederhole, EMP freigegeben. Over. Das wird ihm eine Lehre sein, sich mit dem SCPD anzulegen. Setze Verfolgung fort. Fahre in 57 mit Straßensperren verwickelt. Alle Einheiten zugreifen. Verdächtiger setzt Nägel ein. Erbitten Verstärkung. Okay, das war Nummer 5, glaube ich. Ja. Wow. Wow. Ziel ist in den Alle Einheiten, Straßensperre ist fehlgeschlagen. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Straßensperreneinheiten vor Ort. Meldet euch, wo sie baut. Wow, hat mich das zerlegt, Alter. Schade eigentlich. Wir können uns halt nicht mehr so viel erlauben, ist das Problem. Cool, eigentlich wollte ich die Abkürzung nehmen. Nagelband hat Zielfahrzeug nicht abgebremst. Aber darf ich nicht. Roger, 1073 freigegeben. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Straßensperre steht, zur Verhaftung. Okay. Verdächtiger
Kommt er auch mal an? Ah, hi. Luftverfolgung, Sie haben Einsatzfreigabe. Over. Nägel auf der Ja, shit, das war's. Das, ja, Nun. Okay, Spiel geschafft, Roll Credits. Ja, schön. Darf ich bitte weitermachen? Danke. Ich bin im Überlegen, ob ich doch den Bugatti nehme. Aber eigentlich nicht. Eigentlich einfach nicht. Hey Neo. Oh, dieses Grün tut einfach so in den Augen weh. Das ging fix. Gefühlt war das wirklich mein 50. heute. Oh, den haben wir nicht so gut getroffen. Schade eigentlich. Naja, dann so. Jetzt machen wir die Shop Titans, danach weiter No Place Like Home. Ja, auf jeden Fall. Bei No Place Like Home sehe ich mich gleich auch. Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich wiederhole, Nagelbänder sind genehmigt. Over. Straßensperre ist in Position. Der Richtige hat die Straßensperre gerammt. Zur Festnahme vorrücken. Cool, wir treffen keinen. Na, auch gut. Straßensperre wurde packt. Da stand Polizei. Ich dachte, da fahre ich gegen. Weißt du? Ich dachte... That escalated quickly. Ah, das war's wert. Achtung! Verdächtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Alle Einheiten, wir messen ein Energieverdächtig. So, jetzt verpiss dich von der Straße. Danke, ciao. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt, seid vorsichtig. Die Straßensperreinheit, wir sind vor Ort und auf Standby, over. Verstanden. Straßensperreinheiten direkt vor euch in Stellung. Nicht so aggressiv, doch! Muss ja aggressiv sein. Der Richtige hat die Straßensperre gerammt. Zur Festnahme vorrücken. Wiederhole klar machen zur Festnahme. Natürlich, die Straßensperre ist fast komplett weggeräumt, aber ich fahre nochmal rein. Thema ausgefallen. Kommunikation wird umgeleitet. Weißt du, halt so 10 Autos auf der Straße und das Einzige, das ich nicht treffen darf, treffe ich. Ich hasse alles. Ja, ich bin die Straßensperre, bitte. Also, ich fast mal in diese Nagelwand gefahren, ne? Fahrer in 57 mit Straßensperre verwickelt. Alle Einheiten. Okay. Den werden wir los. Bleiben noch drei. Alle Einheiten. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Cool, der Heli hatte jetzt einfach keinen Bock, was abzulegen, ja? Der hat sich gedacht, so... Ne. Nagelband einsatzbereit. Alter, der EMP, ey.
Alle Einheiten, Freigabe für 1076 erteilt. Ich wiederhole, Freigabe für Nagelbänder. So, Bitches. Verdächtiger wurde festgenommen. Bringt ihn rein zum Verhör. Fucking finally. Boah. Irgendwie dachte ich, ist meine Freude größer. Aber nun ja. Hey, wir sind nochmal aufgestiegen zum Lieutenant 2. Das gucken wir uns aus Prinzip jetzt an, weil es so richtig traurig ist. Lieutenant 2. Ja, es ist einfach so schäbig. Wir sind nie den Diablo SV gefahren, fällt mir gerade so auf. Einfach nicht. Bin ein bisschen traurig. Und jetzt kommen nicht mehr Roll Credits? Gut. Das ist halt auch so schäbig, so, es kommt halt keine herzlichen Glückwunsch, sie haben alle Events mit Gold abgeschlossen oder so. Nö. Nö. Halt einfach nicht. Ja, nun. Ich habe hier noch nie freie Fahrt gemacht. Was ist das? Ich stoppe Sportwagen, die das Tempolimit überschreiten. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, ehrlich gesagt. Boah, das sind richtig langsame Autos. Das ist halt von ganz von Anfang vom Spiel. Warum muss ich mich jetzt mit sowas abgeben? Also muss ich nicht, aber... Ich habe jetzt auch einfach kein Ziel, ne? Ich habe jetzt einfach mal die Taste für freie Fahrt gedrückt und... ich wusste nicht, dass wir hier einfach frei fahren können. Aber warum habe ich denn nur diese Scheißautos zur Verfügung? Seriously? Und was tue ich jetzt? Also kann ich jetzt einfach hier fröhlich mit dem Polizeiauto durch die Gegend fahren und das war's? Oh Gott, was für ein Backstein, Alter. Oder kommen hier irgendwann Racer? Oder... Klingt, als sollte es ganz dringend einen Gang hochschalten. Ich hätte bei Klassenauswahl runtergehen können. Okay, das habe ich vorhin nicht gesehen. Aber das beantwortet trotzdem nicht die Frage, was tue ich hier? Also... Ich meine, da stand halt Stoppe Raser und so und hier ist halt niemand. Ich kann die Gegend erkunden. Wow. Toll. Die fantastische Open World von Need for Speed Hot Pursuit. Was für ein Drift. Ja, okay. Cool. Machen wir mal nicht. Gut. Ich muss sagen, ich bin sprachlos, ob der verpassten Chancen. Also, das Fahrgefühl, wer halt arcadige Racer mag in dem Spiel, finde ich großartig. Ich persönlich mag das Fahrgefühl hier, also ein paar Autos sind schwierig, aber insgesamt macht das Fahren an sich super Spaß. So Raser verfolgen oder selber verfolgt werden, macht halt super Spaß. Auch die normalen Rennevents sind halt cool. Das Zeitfahren war total in Ordnung. So, das Haupt-Gameplay, was das Wichtigste an einem Rennspiel ist, ist, finde ich, richtig, richtig gut. Und da habe ich auch schon echt Spaß mit gehabt. Aber alles drumherum
ist halt hart traurig in diesem Spiel. Also, so mal abgesehen davon, dass freie Fahrt halt einfach der schäbigste Modus überhaupt ist, ist es halt so, der Soundtrack passt für mich null zu einem Rennspiel. Diese Ränge, die man aufsteigt, sind von den Bezeichnungen her einfach super lächerlich und bringen dir halt gefühlt gar nichts. Also es ist einfach so, komm, schmeiß einfach weg den Scheiß, niemand interessiert das. Ob ich jetzt halt Flüchtiger 2 bin, so nobody fucking cares. Vor allem, was ist das Flüchtiger 2? Was für ein Unfug. Dann hatten sie irgendwie ganz dringend das Bedürfnis, 375 Autos reinzupacken, die sich aber teilweise wirklich nur in der Lackierung unterscheiden. Und that's it. Und wir brauchten, also wahrscheinlich haben die einfach extra Geld von Porsche dafür bekommen, aber wir brauchten halt mindestens, ich weiß nicht, so 17 verschiedene 911er Porsche, die in dieses Spiel rein mussten. Das auch, also das war ganz dringend nötig. Dieses Spiel speichert einfach meine fucking Tastenbelegung nicht. Was für einen Remaster schon einfach echt traurig ist. Das sind so Bugs, die hätte man einfach mal fixen können. Die Cutscenes haben einfach eine ordentliche Chance, dich so auf die Straße zu packen, dass du halt in Gegenverkehr, in die Bande, in keine Ahnung was reinfährst und nichts dagegen tun kannst, was einfach richtig, richtig anstrengend ist. Die Cutscenes kommen halt auch einfach in manchen Rennen viel zu oft. Also es ist manchmal so, hey, Cutscene, dann 2 Sekunden fahren, nächste Cutscene, 2 Sekunden fahren, nächste Cutscene und denkst so, darf ich bitte Kontrolle über mein Auto haben? Und ja. Also, boah, weiß ich nicht, ich hatte es deutlich besser in Erinnerung. Und der Schwierigkeitsgrad schwankt hart. Also so das letzte, nee, das vorletzte Race Event, was wir gemacht haben, die letzte Hetzjagd quasi, war halt einfach mit Abstand das schwerste Rennen im Spiel. Und also der Rest ist halt so, ja, okay, brauchst du halt 2, 3 Versuche und dann läuft das schon irgendwie. Wenn es blöd läuft, auch mal 5, 6 Versuche. Aber das Ding war halt einfach so Schwierigkeitsgrad through the roof. Bisschen komisch vom Balancing. Ich meine, es war dann schon auch sehr nett, dass ich es geschafft habe. So hat mich, also man freut sich dann auch drüber. So eine Herausforderung ist schon okay. Aber es ist halt so, der Sprung ist halt krass. Und trotz allem, weil das Core-Gameplay einfach für mich so gut ist, ist es nach wie vor einer meiner liebsten Need for Speed-Teile. Es ist eigentlich so schade. Nicht, dass es einer meiner liebsten Need for Speed-Teile ist, sondern es ist so schade, weil das Spiel so viel besser hätte sein können noch. Aber nun ja, we did it. Können wir uns eigentlich irgendwo die Credits nochmal angucken? Ich würde es jetzt aus Prinzip schon nochmal machen wollen, aber es geht, glaube ich, einfach nicht, oder? Also, ich wüsste halt nicht wo. In den Einstellungen, okay. Bestimmt unter Extras. Ja. Okay. So, fairerweise, Roll Credits kann man mal machen. Mal ganz ehrlich, was sie halt einfach safe hätten machen können, weil sie die Rechte mit Sicherheit noch dran haben, halt einfach anbieten, irgendwie alte Need for Speed Soundtracks einzustellen. So, wenn ich hier die Möglichkeit hätte, den Need for Speed 3 Soundtrack reinzuballern, also vom wirklich ersten Hot Pursuit, würde ich sofort machen. Das ist halt auch ein Soundtrack, der damals extra für das Spiel geschrieben wurde. Und der passt halt auch dann einfach richtig zu einem Racing-Game. Und sind halt nicht einfach at random lizenzierte Songs. Tja, weiß ich nicht.
so gefühlt würde ich auch sagen, ist das Remaster schon einfach ein harter Cash-Grab, oder? Also es sieht halt nicht mal viel besser aus als das Original. Das ist der Punkt. Es sieht halt nicht viel besser aus. Und sonst haben sie auch gefühlt halt nichts dran gemacht. Also ich habe jetzt natürlich nicht alle kleinen Bugs irgendwie vom Originalteil von 2010 noch im Kopf. Keine Frage. Und vielleicht ist da irgendwie was gefixt worden. Aber hier sind halt einfach so Sachen drin, wo ich mir denke, oh, da hätte man schon noch mal an den Code gehen können. Das wäre okay gewesen. Hätte man machen können. Aber nun ja. Kommt irgendwann ein Online-Let's Play? Also, weil die Frage, also die steht schon länger im Chat, aber ich dachte, ich gehe nochmal drauf ein, was genau meinst du damit? Haben wir nicht quasi gerade einen Online-Let's Play gemacht, indem wir das im Stream durchgespielt haben? Über die letzten Wochen? Oder meinst du, ob die Aufzeichnung davon... Oh! Oder meinst du im Sinne von Multiplayer? Okay, du meinst Multiplayer. Nee. Nee, hab ich gar keinen Bock drauf. Einfach nicht. Nee, sehe ich mich tatsächlich gar nicht. Ich bin auch einfach sehr froh, an das Spiel jetzt einen Haken machen zu können und dann sagen zu können, okay, ich deinstalliere das jetzt und vielleicht spiele ich es in 10 Jahren nochmal. Wenn sie am Ende nicht so massiv übertrieben hätten, mit diesen beiden super langen Rennen mit 50 und 70 Kilometer, die waren halt echt ein bisschen too much. Und mit der letzten Hetzjagd, so, dann wäre ich hier, glaube ich, auch irgendwie deutlich besser gelaunt rausgegangen. Weiß ich nicht. Aber so gerade die letzten Events, wo man eigentlich denken sollte, boah, geil, jetzt nochmal richtig coole Events, waren mir halt einfach zu krebsig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da gab es halt irgendwie so im mittleren Drittel des Spiels oder, keine Ahnung, im dritten Viertel des Spiels, wie auch immer, halt einfach Sachen, die viel, viel cooler waren. Und ich finde, so eine komplette County-Rundfahrt über 70 Kilometer ist halt auch einfach nicht nötig. Weil du bist halt eh die ganze Zeit so auf die Straße fokussiert, dass du die coole Umgebung und das County bietet ja nun tatsächlich relativ viel Abwechslung in der Umgebung, also wirklich ja von Strand und Küste bis hin zu verschneiten Bergen. Aber du nimmst es einfach nicht wirklich wahr. Also du hast halt keine Zeit, die Landschaft zu genießen, wenn du halt die ganze Zeit drauf achten musst, dass du halt nicht in den Gegenverkehr fährst. Also in den Titeltrack nochmal im Hintergrund, nur aus unerfindlichen Gründen ist der unfassbar leise. Halt so, ja cool, lass doch mal die Musik in den Credits einfach mal so 50% leiser machen als sonst alles im Spiel. Das klingt nach einer guten Idee. So, warum? So, als würden irgendwo hinter so einem Pub-Aufsteller 30 Seconds to Mars stehen und so, hallo, wir sind hier drüben, sieht du, hallo, jemand? Irgendwer? Ach ja. Ich könnte jetzt rausklicken und es lauter stellen. Aber ganz ehrlich, nee.
Nee. Was mir auch aufgefallen ist, man hat am Ende eigentlich, also wirklich so in den gefühlten letzten 10, 15 Events, hat eigentlich nur noch die Auswahl zwischen zwei Autos. Tatsächlich. Na, drei wirklich. Also du hast so einen riesen Fuhrpark und kannst halt einfach, weil das halt so viele verschiedene Klassen, sage ich mal, sind, siehst du aber halt viele Autos aus dem Fuhrpark einfach nie wieder. Und ich bin immer noch traurig, dass wir nie den Diablo SV gefahren sind. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn freigespielt habe, ehrlich gesagt. Wir haben ihn irgendwann mal von der Straße gedrängt. Also wir hatten den als Gegner in einem Hot Pursuit, das weiß ich, als wir Cop waren. Aber, oder ich habe ihn irgendwann, ich guck gerade mal, wenn die Credits irgendwann durch sind, schaue ich mal in die Garage und gucke, ob ich das Ding habe. Additional Support. Hm. Das war der einzige vom Spiel in dem Event und ich habe ihn kaputt gemacht. Ja, schade. Oh, jetzt kommt die ganze Licensed Music. So, der Song ist halt für den Start vom Spiel, also fürs Opening, halt super. Zum Rennen fahren sehe ich den halt gar nicht irgendwie. Und wo ist denn jetzt hier eigentlich die restliche Licensed Music? Wo sind halt Bad Religion und so? Also die haben doch noch viel mehr lizenzierte Songs. Warum war da jetzt gerade nur 30 Seconds to Mars? Ah, da kommt's. Es ist halt wirklich so gefühlt drei Viertel der Songs. Nee. Sind zwar prinzipiell gute Songs, aber ich sehe die einfach nicht im Rennspiel. Einfach nicht. Manche waren halt auch einfach echt anstrengend, ja, definitiv. Also manche nerven halt tatsächlich auch eher. So, und jetzt muss ich nochmal gucken, ist da eigentlich irgendwo Weezer mit bei? Ich habe es immer nicht wirklich gesehen, aber es gab einen Song, der klang so nach Weezer. Ruling Me von Weezer? Okay. Es ist halt auch gefühlt so überhaupt keine klare Linie drin. Irgendwie in dem Soundtrack. Der ist halt so richtig querbeet. Das Original Hot Pursuit hatte zwar auch eine wilde Mischung, prinzipiell. Ah, da, Ruling Me von Weezer, tatsächlich. Also hatte so gesehen eine wilde Mischung, aber hatte so zwei Genres. Der hatte halt ein paar rockige Tracks. Und sehr, ich habe von den ganzen Elektron-Genres keine Ahnung, aber hatte halt welche, die halt einfach komplett, ja, was mag das für ein Genre sein? Richtung Drum and, naja, nee, Drum and Bass nicht, dafür war noch zu viel. Überraschung! Patze, vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön und willkommen. Was habt ihr gemacht? Ich hoffe, euch nicht so sehr aufgeregt wie ich. So. Ah, Monster Hunter Stories 2. I see. Stimmt, das war ja so dein Ding, wo du
irgendwie abwechselnd Monster Hunter Stories 2 und was war's? Elden Ring, ne? Glaube ich. Eigentlich schon mal Core Keeper angeschaut? Ja. Also noch nicht selber gespielt, aber schon eine Menge von gesehen und ich habe richtig Bock drauf. Ich habe es einfach nur noch nicht gekauft, weil es noch Early Access ist und ich im Moment wenig Bock auf Early Access Titel habe. Aber zum Release sehe ich mich da auf jeden Fall. Hören diese Credits eigentlich irgendwann auf? Oder hören wir jetzt auf ewig den Song? Cool. Das ist auch einfach richtig arm, oder? Also da halt einfach sowas einzubauen, so, hey, Text ist vorbei, Spiel geht mal ins Hauptmenü zurück. Nee. Einfach nicht. Das ist einfach richtig erbärmlich. Aber okay, so, wir gucken jetzt noch einmal kurz in die Garage. Und dann kriegt Zero seinen Song. Dann mache ich kurz Pause. Und dann spielen wir No Place Like Home. So, aber, wo ist denn der bei? Der ist wahrscheinlich in der Exoten-Reihe oder ist der in der Super? Ja, der ist, glaube ich, eher in der Super-Reihe dabei. Ist er in der Exotic? Okay. Ja, gut. Das ist ein SV, aber nicht der Diablo. Hier ist er. Oh, den haben wir doch gefahren. 17,2 Kilometer. Krass, kann ich mich null dran erinnern. Also halt richtig gar nicht. Aber okay, wir sind den gefahren. Habe ich mich umsonst beschwert. Gut, fairer Deal. Habe ich mich zu Unrecht aufgeregt. Aber okay. Happens. Fahr ihn doch nochmal. Nee. Sehe ich halt nicht. Also. Nee. Ich werde ihn exakt ein Rennen gefahren haben. Bei der Strecke 17, noch was Kilometer ist. Also, ja. Alrighty. Begraben wir das Ganze an der Stelle. Ah, wir haben aber noch 5 Autos nicht freigeschaltet. Weil wir aber halt auch noch nicht voll in den Rängen aufgestiegen sind. Aber wir haben halt sämtliche Events auf Gold. Reicht mir. Von daher, für dieses Let's Play, vielen Dank fürs Zugucken bisher. Ich hoffe, wir sehen uns bei irgendeinem anderen Video oder in irgendeinem anderen Stream wieder. Und bis dahin, vielen Dank nochmal und macht's gut, haut rein. Und tschüss.